Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Döcklen. Wir beobachten den nicht vorhandenen, wunderschönen, unglaublichen, faszinierenden, traumhaften, nirgendwo zu sehenden Sonnenauf- oder Untergang. Ich habe keinen Plan, was gerade los ist. Aber ja. Wir waren hier letzte Folge immer noch am Schlossbau. Ich meine, was heißt hier immer noch? Gibt hier viel zu tun. Okay, hier muss der Eingang dafür hin, fällt mir gerade auf. Das geht sonst nicht. 11. Warte, das stimmt doch, oder? Nee, warte, da sehe ich es ja auch schon. Und dann rechts daneben. Okay, das können wir einrichten. Zack. Fuck. Wir sind Profis in diesem Handwerk. So. Wir sind ja hier. Ich hab eigentlich wunderschöne Tagline-Fragen für euch. Das Problem ist, mein Handy ist gerade am Laden, weil Akku sehr niedrig war und so, und jetzt kann ich halt keine Tagline-Fragen beantworten. Ist ein bisschen shitty, aber dann kommt es halt dann nächstens mit den anderen Leuten, dann können die auch noch ihre Kommentare dazu abgeben, und es wird bestimmt auch ein bisschen lustiger, als wenn ihr nur mein Gelaber hört, auch wenn mein Gelaber wahrscheinlich sehr schön ist, sonst würdet ihr vielleicht gerade gar nicht gucken. Und ja, aber diese Folge wird jetzt erstmal gebaut, und vor allem hatte ich überlegt, einen Garten zu bauen, und wir müssen gleich mal gucken. Lissy hat mir erzählt, dass sie mir Sand geklaut hat vom Hafen, also am Hafen halt irgendwas weggebaut hat oder so, habe ich das verstanden. Dann müssen wir gleich mal gucken, was die da so angestellt hat. Aber erstmal placen wir hier so ein bisschen gedönt. Zack, zack. 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 Ja gut, das könnte hinkommen. Hier, das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Das sollte, glaube ich, schon so rausgehen. Ich glaube, ich hatte das so einen Plan. Ich weiß es selber leider nicht mehr. Aber ich glaube, doch, definitiv. Definitiv. Und dann hier so eine Brücke rüber zu dem Turm. Und dann aus dem Turm soll noch so ein Raum nach unten gehen, oder? Genau, ey, ich habe die genialsten Ideen ever. Weil wir hier diese, weil das ja eigentlich so ein Raum ist mit so einer Wendeltreppe, wie wir an mehreren Orten haben, können wir die Wendeltreppe einfach noch nach unten gehen lassen. Boah, bin ich gut, ey, Leute. Ich habe einen Oscar verdient. Definitiv. Für, irgendwas. Aber ich weiß noch nicht was. Aber ich überlege mir noch was, und dann kriege ich dafür schon einen Oscar, oder? Ja, bestimmt. So. Ich muss kurz gucken. Rechts davon. Oh. Das heißt, hier links müsste es rein theoretisch runtergehen. Sehe ich das richtig? Oder passt das nicht von der... Nee, es müsste dann hier runter, ja. Oh Gott, die Frage ist, ob das von der Höhe und so passt. Müsste hier... Oh. Das müsste dann wahrscheinlich auch eine Halbstufe. So. Jetzt ist die Frage, wie niedrig. Ich glaube, noch einmal rum. Sonst wird es zu unniedrig. Ja gut. Das machen wir dann irgendwann anders weiter. Sonst kommen wir gerade echt nicht weiter. Das ist ein bisschen blöde. So, hier in die Seiten können wir eh keine Fenster reinmachen. Leider. Das hatten wir schon mal festgestellt. Ah, egal, können wir das ein bisschen höher bauen. Habe ich Stein? Ich meine, ich hätte Stein zum Braten rein. Könnte das sein? Das wäre ziemlich awesome, wenn ich das hätte. Whatever. Das wäre ziemlich geil, musste ich gleich mal nachgucken. Oh, ich hoffe, ich habe da jetzt zwei hoch. Die Frage ist, ob ich da wirklich Fenster reinbaue oder wie ich das mache. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so recht. Fenster in der Burg ist natürlich so eine Sache. Die hatten damals Fenster, aber wenn dann halt nicht so große. Und wie groß wollen wir das wirklich machen und so, das wäre dann die Frage. Da wüsste ich gerade auch relativ wenig zu beantworten dafür, leider. Leider, das heißt, wir müssen uns darüber entweder informieren oder wir bauen einfach so drauf los, wie es schön aussieht. So, das ist jetzt ziemlich uncool von euch. Stirbt ihr Dudes, stirbt. Komm, gut. Das haben wir geschafft, immerhin.
Nein, hier muss auf jeden Fall Fenster hin, glaube ich. Hier auf keinen Fall. Hier auch nicht, weil hier ist Wand. So, und da ist jetzt die Frage, wie hoch kommt das Ding? Muss dann hier noch eine Säule hin? Eine Holzsäule? Ja, oh, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Ah, stimmt, und das kann jetzt, das kann ich auch schon weiterbauen. So, so. So, so. Ah, sind wir immerhin schon ein bisschen weitergekommen. Muss ja genauso hoch werden wie da drüben. Ah, da habe ich Zinn hin, aber da muss ja noch... Ah. Okay, gut, ich habe schon vorausgeplant. Ich bin ein guter Boy. So, jetzt müssen wir hier gucken. Hier haben wir so ein Ding. Ich glaube, das würde ich dann... Wow. Maus bewegt sich gerade komisch. Würde ich dann hier auch bevorzugen, dass wir das ersetzen durch normalen Stein. Weil das einfach, glaube ich, ein bisschen flüssiger übergeht in dem Gemäuer hier, sage ich jetzt mal. Gemäuer, ja, nennt man so. Das und das muss ab. Ich wünsche euch übrigens ein erholsames Wochenende. Es ist ja gerade Samstag und ich bin auch gerade ins Wochenende gestartet. Bei mir ist gerade 0:09 Uhr. Samstag schon. Ja, mir geht's auch ziemlich fresh eigentlich, wenn ich mal so sagen darf. Und es macht, ich habe gerade ziemlich Bock einfach gehabt aufzunehmen und da ja morgen noch kommen muss, also ist heute, noch irgendwas kommen musste, dachte ich so, YOLO, ich mach das jetzt und jetzt hier bin ich und hier mache ich das gerade. Ich freue mich gerade wieder weiter zu hören. Wir müssen gleich mal an den Strand gucken, weil wie gesagt, Lissy hat ja gemeint, sie hat da irgendwas besorgt oder so. So, ich würde dann hier auch gerne irgendwo noch eine Treppe runter machen, runter zum Strand. Aber es nimmt ja schon langsam Form und ich bin ja schon ziemlich stolz auf uns, dass hier das alles so ein bisschen vorangeht. Okay, hier sind auch ein paar Gegner, kein Problem. Weg mit euch. Zack. Dann können wir mal noch ein paar Fackeln aufhängen in unserer wunderschönen Burg. Vor allem hier könnten wir welche aufhängen. Zack, zack. Das ist auch schon zwei hoch, können wir auch machen. Und dann können wir hier auch ein bisschen mehr aufsetzen. So. Jetzt ist das geschlossen. Wieder sowas drauf. Oh, jetzt ist auch endlich schön, endlich Tag. Das freut mich. Das freut mich, ich mag es ja tagsüber sowieso ein bisschen mehr, weil ich mag es halt, wenn es tagsüber schön ist. Und tagsüber ist es immer schön, deswegen mag ich es generell halt tagsüber. Boah, Linus, du bist ein wahrer Poet, muss man schon mal sagen. Jetzt ist die Frage, wie hoch machen wir diese Torbögen, sage ich jetzt einfach mal. Die sind, glaube ich, beide gleich groß. 5 und der ist... Nee, der ist nur 3. Okay. So, so. Dann müssen wir uns überlegen. Ich glaube, der ist auch 3 und der sieht eigentlich ganz schnieke aus. Und das ist jetzt auch ungefähr die gleiche Höhe, oder? Oder ist das jetzt zu hoch? Nee, jetzt ist die gleiche Höhe. Ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee. Ja, ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Oh, wir haben keinen Stein mehr. Das ist ja jetzt blöd. Dann können wir gleich mal irgendwo gucken gehen, ob wir Stein finden. So, jetzt gehen wir erstmal hier. Hat Lissy gemeint, sie hat irgendwo Sand weggenommen. Ich weiß aber nicht wo. Hm. Ja gut. Vielleicht hat sie den einfach nur aus meinen Truhen genommen oder so. Kann das sein? Ja, also kann rein theoretisch schon sein. Die Frage ist halt, ist es auch so? So, das machen wir so ein bisschen höher. So, das sieht ja schon ziemlich gut aus. Also ich bin ziemlich stolz auf uns, was wir hier gebaut haben. Ja, das passt so einigermaßen bis jetzt. Finde ich ganz cool. Finde ich ganz fresh und das muss ja noch, da muss ja noch ziemlich viel weg, damit da noch einigermaßen was hingebaut werden kann. Da muss dann noch ein Weg runter und dann muss der Hafen da connected werden und der Hafen muss überall hingebaut werden. Und ach, heidenei, haben wir noch viel Stress. Oh, hier wurde, glaube ich, ein Dings gefüllt.
Oh, hier ist jetzt auch beides aus Stahltür kommt hin, ja. So, oh, das funktioniert immer noch nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen kacke. Oh, das funktioniert jetzt auch nicht. Das hat ja mal funktioniert. Dass das nicht gebraten wurde, wundert mich jetzt. Haben wir da nichts rein? Okay, irgendwer hat da Kaktus gebraten. Wer bratet den Kaktus? Wir haben Kohle, Leute. Irgendwer war farmen, kann das sein? Das ist ja cool. Oh, zack, Kohle. Zack, Kohle. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wo ist die Kohle hin? Da ist die Kohle hin. Muss das nicht dahin? Ach nee, da, hier ist da irgendwas. Boah, ey, das ist sehr verwirrend, gell? Und was ist da? Ah, da unten. Okay, das ist ein bisschen tief. Aber ja gut, da habe ich irgendwas falsch geklickt. Ah, jetzt geht's. Ja gut. Ich bin einfach... Das müssen wir irgendwie fixen. Ich habe keine Ahnung wie, aber es ist doof. Es ist ziemlich doof. Böses Java-Update. Seit dem Java-Update ist es so. Was brauchen wir? Brauchen wir hier noch irgendwas? Das ist sehr verwirrend, muss man schon sagen. Und seitdem das jetzt in den Kisten auch ist, finde ich das ziemlich kacke. Ich fand das ja vorher jetzt nicht so schlimm, aber wenn das auch noch in den Kisten überall ist, dann ist das schon ein bisschen nervig. Oh, Stone! Nice! Cool, wer auch immer das gemacht hat. Dankeschön! Finde ich cool, finde ich sehr sozial. Wenn ich noch eine Kiste koste, Megazeug, Technik. Das ist auch sehr unangenehm anzugucken. Mit dem grellen Weiß, da müssen wir uns unbedingt, muss ich mich noch drum kümmern. Ja. Ist das nicht so viel Neues? Okay, naja. Immerhin etwas. Ich bin ja schon froh über alle Spenden, die ich bekommen kann. Ah, jetzt können wir noch an unserem Hafen gucken. Habe ich da irgendwas umgeändert? Beziehungsweise habe ich da, hat sie vielleicht hier Sand weggenommen? Ich weiß es nicht. Doch, das kann sein. Aber ich weiß es nicht. Oh, und davon hat mir der Max schon erzählt. Er hat sein Ding aufgebaut. Sein Ding, das uns unendlich Strom gibt. Leider ist ihm was passiert und er konnte es nicht fertigstellen unter im Nether. Was schade ist. Komisch, dass hier nirgendwo was ist. Ja gut. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie wir wo vorgehen. Was wir denn jetzt noch machen wollen. Ob wir überhaupt noch was machen wollen. Ob wir was bestimmen. Ich komme hier halt nirgendwo mehr rein. Das ist halt nervig. Ein bisschen. Wo wir das machen wollen, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen. Alles muss noch gecheckt werden. Jetzt bin ich echt am Grübeln. Das verwirrt mich doch. Es verwirrt mich gerade sehr. Ich bin gerade echt ein bisschen durch den Wind. Wie wir das jetzt machen, gerade das mit dem Texture-Pack bekomme ich schon irgendwann wieder hin. Können wir auch notfalls das Normal Texture-Pack nehmen. Das macht mir jetzt ja nichts. Wir können ja auch direkt mal gucken eigentlich, ob das denn mit dem Normal Texture Pack anders ist. Wenn wir hier auf Texture Packs und dann Default gehen. Das leckt jetzt kurz. Brutalst und dann... Bam, dann. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen in Video Settings, Texture Packs, Specs, ist es dann immer noch bei Specs drauf? Wenn ja, müssen die Specs neu downloaden. Das wäre uncool. Das war voll viel Anstrengung.
Athlet, komm. Komm schon. Komm schon. Do it for me. Please. Notice me, Senpai. Notice me. Das dauert jetzt ja ewig. Vielleicht hat das erkannt, dass da ein Fehler drin ist in dem Texture Pack. Das, oh, jetzt geht's. Oh ja. Ja, da ist ein, da ist so viel dazu. Ja. Gut. Das sieht nicht so aus, als würde das jetzt funktionieren. Hat, glaube ich, dumm, dass ich auf Done geklickt habe. Also wenn das schon so aussieht, ich meine, da kann man sich ja nicht viel drunter versprechen. Okay, immerhin. Nope. Dann würde ich sagen, wechseln wir vorerst zum anderen Texture Pack. Bis ich das dann irgendwann geklärt habe, vielleicht das Sparks nur gedownloadet habe und dann... Vielleicht kriegen wir es auch irgendwann wieder auf die Reihe. Sollte irgendwann ja auch gemacht sein. Aber das Standard Texture Pack sieht ja auch richtig schön aus. Ich meine, ich habe ja nichts gegen das. Das ist ja sogar schon ziemlich schön smooth. Nun können wir hier noch ein bisschen weiterbauen, diese Folge. Einfach weil wir eh nichts zu tun haben sonst. Und weil das ja unser Job ist, wir arbeiten ja schließlich hier, wir sind angestellt. Wir wurden von irgendwem mal dafür engagiert, glaube ich jedenfalls. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ich krieg dafür auch Geld. Wenn nicht, wäre das ziemlich doof, wenn ich hier arbeiten würde, ohne Geld dafür zu kriegen. Das wäre ja... Das wäre Ausbeutung. Naja gut, habe ich auch nichts dagegen. So, jetzt, genau. Das muss hier auch wieder so ein Turmeingang. Wo dann zack, zack, zack hinkommt und dann, wo sind die Half-Labs da? Sehr verwirrend, seit langem mal wieder mit einem normalen Texture Pack zu spielen. So. Danke Lissy, du hast das echt schön gemacht mit dem ganzen Abtragen, muss man schon mal sagen. Bin ich sehr stolz auf dich. So. Hier muss auch nochmal so ein Turmeingang rein, sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Und zack. Ja, hier muss auch nochmal so ein Turmeingang rein. Tolle Sache. Das nimmt ja schon echt Gestalt an. Wir haben einen ganzen Tag gespielt jetzt. Also so Tag, Nacht, wisst ihr. So. Und da kann ich jetzt schon ein bisschen höher gehen. Aber auch nur ein bisschen. So. Und die letzten zwei kommen hier ran. Zack. Tada. Steht schon ein bisschen mehr. Bin stolz auf uns. Und wir haben ziemlich viel geschafft. Ich meine, es sieht ja schon ziemlich schnieke aus, ganz ehrlich. Also schlecht sieht das jetzt nicht aus, was wir hier gemacht haben. Hier muss auf jeden Fall auch nochmal so ein Turmeingang hin. Sprich, das können wir ja schon mal ersetzen. Hier muss sowas hin. Zack. Oh, da ist noch so ein Stone. So, zack. Ja, haben wir gut gemacht. Bin stolz auf uns. Das war's für diese Folge von Let's Play Minecraft. Ich schau mal. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse. Bis nächste Folge mit dem Texture Pack. Wenn nicht, spielen wir halt noch ein bisschen mit dem. Ich wünsche euch trotzdem einen fröhlichen Mittag, Morgen oder Abend. Macht's gut. Euer Days. Ciao.